Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich zittere! Ich zittere! Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich zittere! Ich zittere! Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Ach ja? Du hast gewonnen! Gib mir deinen Schatz. Der Schatz gehört dir! Wir haben Beute gemacht. Schon wieder da, Mister? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Miefmut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Schmerzspender 2000. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wenn ich Ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wenn ich Ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Ouchmaster. Die Ouchmaster soll es also sein. Mama! Wir haben schon wieder verloren. Was mache ich falsch? An Bord eines Piratenschiffes zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Separé. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Thank you.
En garde, touché. Ach ja? Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmopp. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Schon wieder da, Mister? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Piepglut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre. Und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Schmerzspender 2000. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wenn ich Ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ach ja? Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich zittere, ich zittere! Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich zittere, ich zittere! Du hast gewonnen! Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Nein. Schon wieder da, Mister? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Triefgut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Mama! Thank you.
Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Vollführst du für mich einen klassischen Hammelsprung? Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier! Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ach ja? Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Schon wieder da, Mister? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen? Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Triefgut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Mr. Massaker? Und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massaker. Eine Mr. Massaker? Kommt sofort! Mama! Runter von meinem Deck, du Seegurke! Deinen Schatz oder dein Leben? Das wirst du noch bereuen! Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht ins Separé. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert.
Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache. Du und welche Armee? Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Schon wieder da, Mister? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Threepwood, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Destructomatic T-47. Mister, Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie durchschritten. Sie haben soeben ein Destructomatic T-47, panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Faxmodem bestellt. Ein ziemlich feines Stück, wenn ich das mal so sagen darf. Mama! Das war eine ausgewogene Schlacht. Ich sollte in der Lage sein, dieses Schiff zu besiegen. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Das weiß ich. Also, was soll's? Ich brauche die Übung. Fair genug. Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass dich am Leben. Das war eine ausgewogene Schlacht. Ich sollte in der Lage sein, dieses Schiff zu besiegen. Willst du was Bestimmtes? Ich habe keinen Schatz, weißt du? Nochmal üben? Jo. Okay. Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass dich am Leben. Eine ausgewogene Schlacht. Ich sollte in der Lage sein, dieses Schiff zu besiegen.
Runter von meinem Deck, du Seegurke! Ich habe keinen Schatz, weißt du? Nochmal üben? Jo. Okay. Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass dich am Leben. So. Sieh mal einer an, wer da auf mein Deck gespült wurde. Gib die Karte heraus, oder du bekommst mein Schwert zu spüren. Dich muss ich nicht fürchten, Bürschchen. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Asche. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Deine Mutter trägt ein Toupet. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Ganze Inselreiche haben vor mir kapituliert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Ich lasse dir die Wahl. Erdolcht, erhängt oder guillotiniert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Es mit mir aufzunehmen, gleicht einer Odyssee. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Ist der Blick in den Spiegel nicht jeden Tag für dich eine Erniedrigung? Thank you.
Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Durch meine Fechtkunst bin ich zum Sieger prädestiniert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Sacre bleu! Ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen. Du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut. Ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an. Keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Wir haben die Karte wieder. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Ich tue ja schon alles, was ich kann! Haggis! Du musst mir helfen! Ich kann mich selbst kaum halten, Kameraden! Bei Gott, dieser Sturm! Den hat der Teufel geschickt! Ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wo ist die Lane? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Dann lasst uns gehen. Wir suchen sie. Und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein.